So, YouTube-Annahme ist auch. Mein Gott, YouTube-Aufnahme ist jetzt auch an. Wir spielen weiter, Scars Above. Und jetzt weiß ich gar nicht genau, von welcher Richtung wir gekommen sind, weil wenn man sich reinlädt, steht man nicht mehr richtig. Ich denke. Ich bin. Ach so. Ja, wir sind letztes Mal hier rüber gelaufen und haben nämlich eine Abkürzung geschaffen. Hier. Rüber mit dem Alien-Artefakt, damit man wieder zum Speichern kommt. Aber ich glaube, es ging eigentlich dann hier weiter. Und ich kann dem Chat noch sagen, ich habe entschieden, das mit Maus und Tastatur zu spielen, weil diese Schwachpunkte von den Kreaturen zu treffen, war mit Controller mir einfach zu schwer. Logbucheintrag, kürzlich getötet. Die Bisswunden sind etwa 15 cm tief. Was könnte das getan haben? Ja, etwas Größeres. Aggressive Wesen streunen in den Höhlen umher. Und die Synchronstimme, Dankeschön, dass da jemand in die Kommentare geschrieben hat. Das ist die Synchronstimme von Penny. Also die deutsche. Eigentlich total geil. Danke, Yuri-chan, für dein Prime-Sub. Weil ich ja The Big Bang Series lange Zeit für zum Einschlafen immer geguckt habe. Und mir ist das gar nicht aufgefallen am Anfang. Da sehen wir so den Synergieeffekt, ist auch so, wenn Gegner nass sind, kann man die schneller einfrieren. Wenn man die nass macht und mit Elektroschock bearbeitet, dann kriegen die einen Bonusschaden. Logbucheintrag. Ein stark ausgebildeter Unterkiefer mit messerscharfen Zähnen. Sehr starke Extremitäten, durch die die Kreatur schnell zu ihrer Beute aufschließen kann. Und da du eigentlich Wissenschaftler bist, analysierst du halt auch alle Sachen. Wodurch du halt Erfahrung bekommst und neue Fähigkeiten freischalten kannst in deinem Fähigkeitenbaum. Und das finde ich eigentlich auch von der Machart eine gute Idee. Wird nicht so extrem durchgezogen, finde ich. Ist natürlich doof, kämpfen bringt keine EP, sondern eigentlich das Erforschen der Umgebung. Ist trotzdem nicht so optimal. Vor allem muss ich jetzt mal den Fähigkeitspunkt halten. Weil ich möchte lieber Fähigkeiten der zweiten Stufe haben, aber da brauche ich halt zwei Fähigkeitspunkte. Oder schalte ich erstmal alles frei. Ein bisschen Ausdauer wäre auch ganz gut. Auch das Heilwirkung. Na komm, Heilwirkung auf 80% anstatt 50%. Kannst auch alle Punkte resetten. Wenn du mal umskillen musst. Die Umgebungen sind gar nicht mal so schlecht. Also ich finde, atmosphärisch klappt das schon. Na klar, es ist kein, Dead Space. Dead Space hat eine unglaublich starke Atmosphäre. Ach du Kacke. Und wenn man stirbt, muss man zurück zu einer Säule. Also ist auch ein bisschen Try and Error. Und das passiert am meisten, wenn ich neue Gegnertypen treffe. Weil man dann einfach noch nicht genau weiß, wie man mit denen umzugehen hat. Und das sind halt so die, so ein bisschen Souls-like Elemente. Wo halt auch erinnert, ne, du hast halt eine Säule, da speicherst du, das ist halt dann immer wiederkehrender Start, du hast halt Ausdauer. Du hast einen, theoretisch auch Nahkampf mit diesem Messer, aber deine Ausdauer ist halt echt so wenig. Du solltest lieber schießen. Vor allem, weil Nahkampf jetzt nicht wirklich viel Schaden macht. Aber immerhin, alles, was du gesammelt hast auf dem Weg, behältst du. Ich muss hier nicht nochmal scannen, auch wenn man kann so kleine Würfel einsammeln. Wer sich übrigens wundert, im YouTube-Video habe ich jetzt nochmal alles erklärt, damit so, dass der Stream jetzt dabei ist und manche Leute wahrscheinlich die Videos nicht gesehen haben zum Spiel. Fasern sind dafür da, um Gegenstände herzustellen, die man hier hat.
wie eine Heilungsinjektion. Du hast aber auch zwei generelle Heilungsinjektionen, die benutzen kannst. Du kannst auch deine Waffe darüber aufladen, über diese Fasern, weil du hast halt einen 3D-Drucker in deinem Rucksack und dann haben die das halt so umgesetzt. Wenn man den Scanner einsetzt, kann man auch Schwachpunkte von Gegnern sehen. Ich glaube, es geht nur, wenn die gerade am Leben sind. Aber denen sind Headshots die Möglichkeit, die ein bisschen schneller zu töten. Wobei ich denke, die haben bestimmt eine Feuerschwäche. Du kannst alle Gegner brennen lassen auch. Das sieht man halt oben an dem Wert. Wenn der Kreis sich komplett aufgefüllt hat, dann wird der Effekt halt ausgelöst, wie zum Beispiel, dass sie Feuer fangen. So, jetzt wird er sterben einfach. Falls irgendwelche Fragen zum Spiel sind, gibt es Rüstung im Spiel? Du hast sowas wie ein Schild. Das hier. Also du hast zum einen Fasern, die du benutzen kannst, um Ausrüstung herzustellen, beziehungsweise so verbrauchbare Gegenstände. Und du hast halt eine Energieladungen, wie eine Batterie, die kannst du benutzen für zum Beispiel so eine Brenngranate, die eine entzündliche Flüssigkeit, oder für ein Schutzschild, was dich halt 60 Sekunden vor eine gewisse Menge an Schaden schützt. Das habe ich bis jetzt noch nie großartig eingesetzt. Das ist halt, wenn viele Fernkämpfer da sind, sollst du das einsetzen. Und bis jetzt ist das Spiel eigentlich noch relativ linear, finde ich. Klar, es gibt immer so ein paar Wege zum Ausweichen. Hier haben wir übrigens so einen Wissen-Cube. Aber insgesamt kommt man halt immer wieder auf den Hauptweg zurück. Es gibt auch keine Karte oder so. Das haben sie auch so ganz typisch Souls-like, ne? Deshalb so ein paar Elemente sind drin, was man daher kennt. So ein paar andere Sachen sind dann wieder zu lasch, um das wirklich Souls-like zu nennen. Weil man kann es ja auch auf einfach spielen. Also ich spiele jetzt auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Und da sind die Kämpfe halt doch schon anspruchsvoller. Aber bis jetzt ist ein angenehmes Sci-Fi-Adventure. Ich kann zwar noch nicht sagen, wie lange es dauern wird. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das 40 Stunden dauern wird letztendlich, bis die Story gelöst ist. Aber haben sie schon Mühe gegeben. Das war ein Massaker. Bissspuren. Sie wurden in Stücke gerissen. Das müssen die Monster in der Nähe gewesen sein. Das war jemand, der dir nahe stand, nicht wahr? R-
Rette deine Leute. Halte den Hüter auf. Diese holographische Technologie ist unglaublich. Ich glaube, ich könnte daraus etwas Nützliches machen. Eine Art Ablenkung. Hologrammprojektor. Ich weiß zwar nicht, wie die diesen riesigen 3D-Drucker bei sich in die Tasche reingekommen hat, aber passt schon. Ich glaube, den werde ich häufiger benutzen. Senkt sich. Bin zu fett. Und es gibt natürlich Bossgegner. Also zwei habe ich ja schon erlegt. Wobei einer ein bisschen härter war, da musste man erstmal rausfinden, dass man ihn einfriert. Die Absturzstelle kann nicht weit sein. Ich hoffe, Tam und Mike leben noch. Entgiften. Das Triebwerk ist ausgebrannt. Robinson muss maximalen Schub gegeben haben, um den Sturz abzufangen. Ich will eigentlich erst gucken, was in der Umgebung ist. Nein, ich meinte nur mit dem Fett, weil die Brücke unter uns nachgegeben hat. Na, ich glaube, das ist nur optional. Mit dem da hochgehen, auf der anderen Seite fällt sie wieder runter. Also die Verschachtelungen der Karte sind nicht so schlimm wie bei The Search. Ein Hoch an den Entwickler von The Search 1 und 2, weil einfach... Ich glaube, The Search 2 ist einfach das krasseste Verschachtelungs-Map-Spiel der Welt, ohne dass es eine Karte gibt. Wäre es Elektrizität, dringt durch Gegner hindurch. Das Spiel heißt Scars Above. Das ist von einer kleineren Entwicklungsschmiede, die bis jetzt eigentlich nur Mobile Games gemacht habe und es läuft komplett flüssig. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwo hakt. Da unten sind Eier. Da sind Skorpione drin, also die hat die so getauft. Die kannst aber, wenn du die früh genug entdeckst, kannst die verbrennen. Mit Feuermunition. Ah!
Also ich hatte kein Problem mit dem weißen Bildschirm nach dem Intro-Video. Ich hatte mal ganz kurz das Problem, dass mein Missionsfortschritt wurde zurückgesetzt auf die allererste Mission. Das ist aber nach dem Neuladen ist das weg gewesen. Ich glaube, ich habe jetzt einen Abschnitt übersehen. Ich hätte vorhin ausweichen können in eine andere Richtung. Weil jetzt bin ich straight zum Wrack gegangen. Das schnellere Nachladen finde ich jetzt nicht so wichtig. Die Hermes. Der Rumpf ist noch intakt. Tam, Mike, bitte seid am Leben. Ich habe sie Hermes genannt. Aber Robinson habe ich auch Robinson zwischendurch mal genannt. Aber so müsst ihr einfach wissen, ich mag halt einfach Sci-Fi-Settings. Und es gibt halt leider echt nicht viele Spiele, die Sci-Fi-Settings bedienen. Ein Ska-Emblem, das offizielle Abzeichen der Ska-Organisation, das stolzeste Symbol der Weltraumagentur auf der Erde. Es wird langsam aber sicher von außerirdischer Biologie überwachsen. Sehr symbolträchtig. Aber was man bis jetzt rausgefunden hat, ist, dass die anderen anscheinend schon viel früher hier waren. Also ich weiß nicht genau, warum ich irgendwo im Nirgendwo aufgewacht bin. Anscheinend sind wir irgendwie zeitversetzt erst hierhin katapultiert worden, während die Crew halt schon vorher da war. Oh mein Gott, was? Eine improvisierte Batterie. Das ist bestimmt Tams Werk. Ohne Schlüsselkarte nicht zu öffnen. Logbucheintrag. Mike geht es überhaupt nicht gut. Ich habe ihn in das Biobett gelegt und mache ein paar Tests. Seine Haut verändert sich. Kommandant Robinson ist noch immer nicht zurück. Auf was sind Sie da draußen gestoßen? Noch mehr von diesem Bewuchs. Genau wie bei Robinson. Woher kommt dieses Zeug? Das sieht aus, als wenn das der Typ aus dem Biobett, der sich verwandelt hat in das Zeug. Und deshalb ist das auch zu. Mike? Mike? Was ist passiert? Wo ist Kommandant Robinson? Nein, nein, nein! Mike! Ich bringe dich ins Labor. Halt durch. Es wird schon wieder. Was ist dieser Meta-Eder? Warum hat er uns hergebracht? Na nee, dafür brauchen wir eine Karte. Mein Gott! Ja, wäre doch eher ein Spiel für Kamera.
Aber ich habe mich am Anfang auch einmal richtig schlimm erschreckt, als das erste Vieh aus dem Wasser geschossen kam. Eine unserer Jacken. Die nehme ich mit. Erhöht den Schaden des elektrischen Messers. Das ist gut, weil die Nahkampfsachen bis jetzt nicht so geil waren. Schneidet das alles. Kate kann jetzt einen verheerenden Schlag mit ihrer Nahkampfwaffe ausführen. Halte linke Maustaste gedrückt, um stärkere Angriffe aufzuladen. Unser Abschluss fühlt sich an wie aus einem anderen Leben. Fäll ich da drunter? Ich muss wahrscheinlich in den Raum kommen. Wenn ich was verbrennen kann, dann zeigt er mir das auch an. Guten Tag, der Bomber im Chat. Aber viel größer war die Hermes auch nicht. Also man muss nicht erwarten, dass es ein Riesenschiff war. Hier muss ein Code für die Tür sein. Ich brauche 6 Ziffern. Ach. Da. 0620010. Gibt immer so kleine Rätselchen, aber die halten sich, sind relativ einfach. Mike! Ist dasselbe bestimmt auch mit Richard passiert? Oh, Mike. Was ist hier nur mit dir passiert? Das mit dem Starship Trooper Extermination Spiel habe ich schon rausgefunden. Ich habe das schon auf meiner Wishlist. Okay. Maras Computer. Mike und Robinson sind losgezogen, um die Umgebung auszukundschaften. Ich versuche, das Scansystem des Schiffs zu reparieren. Ohne Scanner sind wir blind gegenüber allem, was um uns herum vor sich geht. Medizinisches Logbuch. Mikes Zustand hat sich dramatisch verschlechtert. Die Tumore auf seinem Körper breiten sich exponentiell aus und verteilen sich im ganzen Labor. Ich habe keine Chance, ihn zu heilen. Ich habe eine einzelne Naniteneinheit isoliert. Ihr Aufbau ist viel zu komplex. Aber ich habe entdeckt, dass sie dauerhaft binäre Signale empfängt. Sieht aus wie ein Befehlssatz. Meine Hypothese lautet, dass diese Naniten von einer zentralen Quelle gesteuert werden. Wenn ich sie finde, kann ich den Prozess vielleicht umkehren. Mike ist allein zurückgekehrt. Er ist in schlechter Verfassung und kann mir keine sinnvollen Antworten geben. Ich habe alle bekannten Antibiotika ausprobiert. Aber sein Zustand verschlechtert sich weiter. Ich nehme an, dass die Naniten in seinem Blut dafür verantwortlich sind. Sie verändern die Zellen. Mike wird bisweilen immer aggressiver. Ich muss das Labor verschlossen halten. Tim hat die Koordinaten auf ihrem Computer gespeichert. Was ist da oben? Gib
Blutprobe scheint mit Naniten kontaminiert zu sein. Sie manipulieren seine Zellstruktur. Könnte das bedeuten, dass die Mutationen künstlich erzeugt wurden? Ja, die letzte Information muss an seinem Körper sein. Medizinisches Logbuch. Der Körper des Patienten ist mit einer abnormen krebsartigen Wucherung bedeckt. Temperatur 39,8 Celsius. Der Blutdruck ist außergewöhnlich hoch, 190 zu 120. Puls 136. Pupillen stark geweitet. Ich gebe ihm 120 Kubik Proteinsynthetisierer, was hoffentlich seine Temperatur senkt und den Blutdruck normalisiert. Beginne mit der Diagnose. Hat auch eine dreieckige Wunde am Oberkörper. Sieht aus, als stamme sie von einem festen, dornenähnlichen Projektil. Sein Blutkreislauf ist voller Fremdkörper einer unbekannten Legierung. Tamara hat Blutproben zur Analyse entnommen. Tam hat Mikes Blut analysiert und entdeckt, dass es mit unbekannten Naniten verunreinigt ist. Diese Naniten scheinen Mikes Körper zu verändern. Das heißt, sein Zustand wurde künstlich herbeigeführt. Tamara hat es geschafft, eine einzelne Naniteneinheit zu isolieren und dabei eine Übertragung entdeckt, die sie offenbar fernsteuert. Dann ist sie losgezogen, um die Quelle zu finden und den Prozess umzukehren. Ich muss zu diesen Koordinaten. Nur so kann ich Tam und Mike helfen. Hier wird es kalt. Ach, ich sollte meine Jacke anziehen. Blöpp, Jacke angezogen. Und es ist dunkel geworden. Ich denke nicht, dass der verdaut wird. Der wird halt genetisch irgendwie manipuliert. Und das ist auch schon mit anderen Tieren hier passiert, weshalb die so aggressiv sind. Wir haben auch schon Tiere gefunden, die nicht aggressiv sind. Und anscheinend vor diesem Eingriff in die Fauna und Flora des Planeten geschehen. Also, die unberührt waren. Während ganz viele Kreaturen hier halt ziemlich aggressiv gegen uns vorgehen. Wir haben die Jacke gratis gefunden. Achso, du meinst, weil das jetzt schon dunkel ist. Kann halt schon mal ein bisschen länger dauern, eine Jacke anzuziehen. Oh, Hypothermie. Kann erfrieren. Ich will zu lange in dem Gebiet bleiben, wo es richtig kalt ist. Die Kiste versperrt mir den Weg. Sie ist zu hoch, um darüber zu springen. Das Eis sieht dünn aus. Ein Upgrade für den thermischen Konzentrator könnte beim Schmelzen helfen. Logbucheintrag. Diese Pflanze brennt unter extremer Temperaturentwicklung heißer als entzündeter purer Sauerstoff. Sie wird vorübergehend intensive Hitze abgeben. Na cool. Ich denke mal, hier kriege ich mein Upgrade nicht her. Wir müssen später zurückkommen. Dann werde ich das Eis schmelzen können.
Und das mag ich halt wirklich sehr an dem Spiel. Halt diese Elemente-Synergien. Also bis jetzt. Irgendeine Art Anlage. Die Quelle der Übertragung liegt hinter diesem Tor. Verschlossen. Ach, wie komme ich da durch? Die Anlage Vincepta ist geschlossen. Wegen eines Eindringlings. Deine Freundin ist da drin. Tam, sie muss die Abriegelung ausgelöst haben. Gibt es einen anderen Weg hinein? Ja, ein Transitsystem für Material. Der nächste Zugangspunkt ist nicht weit weg. Ich schicke dir den Standort. Dann sollte ich mir das mal ansehen, was es auch ist. Das sieht interessant aus. Fühlt sich warm an. Logbucheintrag. Thermale Verstärker und abstrahlendes Material. Vielleicht ist es eine Art persönliches Heizsystem. Waffenverbesserung. Jetzt können wir zurückgehen. Jetzt können wir alles zum Brechen bringen. Dann gefriert das wieder und dann können wir hochklettern. Werde ich nicht lange durchhalten. Aber schön, da kannst du die echt einfach ins Wasser reinfallen lassen. Also die vereist. Ach so. Muss mich aufwärmen. Oh mein Gott.
Bleib mal abgelenkt von dem Ding. Oh, scheiße. Ja, ich muss daran vorbei einfach. Oder die einfach einfrieren. Wird halt echt schnell arschkalt. Wir haben dich mal eben nochmal auf. Werde ich nicht lange durchhalten. Muss mich aufwärmen. Ja, komm einfach durch. Was? Ich muss den Kampf machen, sonst darf ich nicht weiter. Sei Dank. Ah! Ah! Guten Abend, Skullcore. Kurz vom Ziel 10 hervor, ja. Nachladen.
Also ich weiß nicht, ob ich mit den Viechern zurückkomme. Weil ich habe ja auch nicht unendlich brennende Bäume hier. Aber es ist eine gute Idee eigentlich, die zurückzulocken und hier zu versenken. Jetzt muss ich nur gegen einen kämpfen. Oben, und das sollte ja kein Ding sein. Oder? Waren es nur zwei? Super, super Tipp von Seeker im Chat. Übersetze außerirdische Schriftzeichen nach einem Vorfall im Labor. Ich muss dafür sorgen, Ich muss dafür sorgen, dass die Exemplare kein Unheil in den Überwachungs- und Transportsystemen anrichten. Sie haben es geschafft, eine unserer Stromsteuerungskonsolen zu zerstören und das Transitsystem lahmzulegen. Ich konnte gerade so die sich entwickelnde DNA-Signaturen retten. Das erinnert mich daran, ein besseres Abriegelungsprotokoll für den Notfall zu schreiben, die automatisch alle Türen schließt, die zum Haupttor führen. Logbucheintrag. Ein hochentwickeltes Gerät. Höchstwahrscheinlich Teil eines integrierten Netzwerks. Es scheint in der Lage zu sein, die meteorologischen Bedingungen der Umgebung zu regeln. Eine große, rote, mysteriöse Kugel. Das muss das Transitsystem sein. Es ist inaktiv, wegen der Notabriegelung. Was jetzt? Das Transitzentrum ist auf dem Berg. Geh dorthin, dann kann ich das System wieder aktivieren. Ich schicke dir den Standort. Es ist ein langer Weg. Also es wird ein Schnellreisesystem sein. Und jetzt hast du mir gesagt, du schickst mich auf den Berg. Heißt das für mich, ich muss jetzt ein Stück zurück, oder? Ah ja, von da bin ich gekommen, dann müssen wir hier rechts hoch. Ruf die Adler, der Weg wird lang. Ah!
Oh, nachladen. Fake-Koloss. Also teilweise sind die Kreaturen halt ähnlich, ne? Man verwertet halt wieder und haben dann, wie zum Beispiel hier, hat der keinen Stein drauf. Also keinen Steinschutz. Man sieht ja, dass der Koloss eigentlich auch der Fake-Koloss ist, mit ein paar Änderungen. Genauso ist der Exo-Alluvial dasselbe wie ein Fleisch-Alluvial, nur er hat halt eine Steinpanzerung, durch die man nicht durchschießen kann. Und der Fleisch-Alluvial wohnt unterirdisch und hat deshalb diese Steinpanzerung nicht. Also sie haben sich so ein paar Gedanken schon gemacht, warum denn körperliche Unterschiede existieren. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Wiederverwertung. Ist ja nicht schlimm. Man muss halt mit dem Budget machen, was man kann. Und dafür haben sie ein recht solides Spiel geschaffen. Bis jetzt. Wir sind ja noch nicht durch. Komme ich jetzt auf die andere Seite? Ich gehe bestimmt schon gerade den Alternativweg. Weil da ist halt runtergekommen, weil ich bin ja schon den Alternativweg runtergegangen, weil ich gedacht habe, hier gibt es halt Loot. Eine inaktive Konsole. Sie steuert vermutlich die Ringe. Es fehlt eine Energiequelle. Das Game hat dich an die Lost Planet Reihe. Es bedient sich auch an so ein paar Sachen, die man aus der Lost Planet Reihe kennt. Nämlich zum Beispiel auch die Schwachpunkte mit so Kreisen darzustellen. Ja, Lost Planet ist ja auch schon echt lange her, wenn du das mal bedenkst.
Es muss doch einen Weg darüber geben. Nee, von hier oben bin ich ja gekommen. Da unten fehlte mir die Energiequelle. Müssen wir hier runter. Ja, die Stimme von Penny aus Big Bang Series. Also die deutsche Stimme. Synchronsprecher müssen ja auch gucken, wo sie bleiben. Sagen wir, die schauspielerische Weiterkarriere von Penny ist ja jetzt nicht so gut. Glaub mir, es kommen Leute um die Ecke, wenn du sagst, das ist ja die Stimme von Penny. Nee, das ist die deutsche Synchronisationsstimme. Das ist ja nicht die Originalstimme von Penny. Ich habe als Kommentar schon alles bekommen. Gute Nacht, Steffi. Schlaf gut. Logbucheintrag. Dieses Gerät ist wohl eine Art Umspannstation, die Energie sammelt und überträgt. Der Kern dieses Objekts strahlt eine starke Energie aus. Energiequelle aus. Könnte nützlich sein. Von Eisalpha. Logbucheintrag. Eine von der Haut abgesonderte Substanz gefriert in der Luft und stellt den Eispanzer wieder her. Diese Kreatur kann sich außerdem schnell regenerieren. Aber ein Schuss ins Herz unterbricht den Prozess. Ja, oder ihn einfach einfrieren. Wir aktivieren damit keine Heizung, sondern wir aktivieren damit einen Teil des Transitsystems wohl. Wenn ich die rotierenden Ringe anhalten kann, könnte ich den Spalt überbrücken. Ich sollte mich umsehen.
jetzt nur zum richtigen Zeitpunkt abschalten. Na also, eine Brücke. Die technologischste, am weitesten entwickelte Brücke. Achso, wir haben die Brücke repariert und haben jetzt eine Abkürzung wieder zum Stein. Also zum Spawnpunkt. Anscheinend werden zwei Energiequellen benötigt, um die Luke zu öffnen. Aber hier brauche ich nur eine. Danke, Big Cool, für deinen Stufe 1 Sub. Das sieht auch verdächtig aus, als wenn da irgendwas drunter wäre. Gegen das ich kämpfen muss. 6000 Jahre hat das Eis gehalten. Wir wissen überhaupt nicht, wie lange das hier schon so ist. Weil die hat ja schon generierte, Geräte gefunden, die anscheinend das Wetter beeinflussen in der Umgebung. Immerhin. Ah. Was ist das denn? Oh, ich werde von irgendwas beschmissen. Super. Affenkot.
Ja, dass du nicht auf Reis reagierst, ist mir klar, aber dein Kollege eigentlich. Gott sei Dank, ey. Kondensierter Funke. Habe ich am Anfang richtig schwer getan mit den Viechern, weil die halt nur, du musst die halt in der Mitte treffen, das haben alle von denen und dann heilen die sich, wenn das nicht rechtzeitig macht, und der hat ja auch noch, sag ich mal, das Eisschild davor, was der erstmal zerstören muss. Was ist das für ein Apparat? Ach so, ich muss den Apparat untersuchen wahrscheinlich. Schwerkraft? Gravitationsanalyse. Zugkraft bereit zum Testen. Ich sollte die Hauptkomponenten finden. Das scheint ein Energiewandler zu sein. Pizzaofen. Für ausländische Pizza. Dieser Emitter hält die Kugel im Gleichgewicht. Sieht nach einem komplexen Schaltkreis aus. Es ist ein Messgerät. Es untersucht die Integrität des Feldes. Diese Technologie beeinflusst die Schwerkraft in der Umgebung. Faszinierend. Schwerkraftdämpfungsspulen. Damit kann man am MDG ein Gerät zur Beeinflussung der Schwerkraft bauen, das Gegner verlangsamt. Wird wahrscheinlich auch eine Granate sein. Schwerkraftfalle. Nett.
Die Eindämmungskammern des Pantophagen Kolosses wurden geschlossen. Das neue System ermöglicht nur noch die elektrische Öffnung einzelner Türen. Damit sollen weitere Vorfälle verhindert werden. Wie der, bei dem der Pantophage Koloss entkam und eine Unmenge geernteter Proben zerstörte. Ich muss nächstes Mal vorsichtiger sein, wenn ich im Eindämmungsbereich Gensplicing durchführe. Die Kälte setzt mir langsam zu. Ich kann mich schlechter konzentrieren. Ich muss die Infokapsel nicht weiter mitnehmen. Die ist doch jetzt übersetzt. So, zwei Fähigkeitspunkte. Die Munitions- und Faserkapazität wird erhöht. 20% Chance, dass ein Verbrauchsgegenstand wieder benutzt werden kann. Also benutzt werden kann. Umgebungsscanner erhält einen Aufsatz, mit dem er alle interaktiven Objekte und Ressourcen in der Nähe anzeigt. So, keine Energie wird verbraucht. Kates Immunsystem ist gestärkt. Die Dauer von Stauseffekten wird verringert. Gesundheit wird durch Nahkampfangriffe wiederhergestellt. Ich mache erstmal das, dass ich mehr Munition habe. Beziehungsweise einlagern kann. Richtig. Aber nur Speicherpunkt wäre nicht schlecht. Wollen wir mal ein bisschen mehr Munition zum Finden. Da ist eine Lücke im Laserzaun, aber er bewegt sich zu schnell. Vielleicht kann ich ihn irgendwie verlangsamen. Stationäre Ressourcenspender. Ach so. Vielleicht hilft mir das neue Gerät, das ich hergestellt habe, bei dem Laserzaun. Machen wir sofort. Also eigentlich habe ich eine Taschenlampe übrigens an meinem Rucksack.